Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Resident Evil 4. Okay, dann mal gucken, ob wir hier ein paar Bärsche aufreißen können. Weil hier gibt's ja wieder... Oh ja, wir können nicht. Nein, wo fährst du denn hin? Oh, das darf doch nicht wahr sein. Keine Bärsche für mit. For me. So, nochmal zurück. Oh, denn wir könnten jetzt ein paar Bärsche gut gebrauchen. Ganz ehrlich. Aber hier gibt's doch Fische. Hier gibt's doch welche. Ich will da jetzt... Ach, komm. Oh, aber die kann ich nicht mitnehmen. Leider. Wir haben nämlich keine mehr. Oh doch, wir haben noch einen. Einen. Oh, der passt genau hier hin. Wir haben 4 Kräuter. Eine Grün-Rot-Gelb-Kombination. Ein Erste-Hilfe-Spray. Ja, ich denke mal... Könnte reichen. Muss aber nicht. Kombinieren damit. Ja, ist miteinander. Das wird jetzt schwieriges Unterfangen. Ja, die Granate behalte ich auf jeden Fall noch. Ich denke mal, ich werde zuerst das hier alles ausballern. Oh, ich habe zu wenig Munition jetzt an dieser Stelle, habe ich das Gefühl. Und ich bin noch ein bisschen geschwächt. Generell habe ich keinen Bock jetzt daraus. Aber wir haben ja noch eine Karte. So. Anstatt da jetzt hinzugehen, denke ich mir mal, hole ich mir die Schätze noch. Wir werden vielleicht da eine böse Überraschung erleben oder vielleicht noch... Ja, vielleicht finden wir ja noch ein bisschen Munition. Ach, falsche Waffe. Kraut. Yeah, ich liebe Kräuter. Kann ich da jetzt noch raus? Ja, ich kann da noch raus. Alter. Mit euch habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh. Na komm. Alter, ich hab dir doch voll... Na komm. Oh, da hinten steht, glaub, noch einer. Habe ich den jetzt umgenockt? Schon? Ah, den noch nicht. Da scheint noch ein... einer zu sein. Ja, da unten. Komm her, du kleiner Schweinepriester. Na komm, und geht. Messern. Super, ein bisschen Munition sparen. Vielleicht kriege ich ja noch was. Schrottgewehr? Schrottgewehr? Nein. Scheiß, Dreckskerl. Aber man muss aufpassen, die kriegen ja jetzt Köpfe. Eigentlich in Kopf schießen nicht so praktisch. Oh. Wo war denn hier? Ah! Ich vergesse immer, wo war denn hier nochmal da? Scheiße, wenn die Typen wieder da sind, Ich hoffe, hier sind nicht mehr so viele Typen. Die vermehren sich. Oh! Arsch! Das machst du nicht nochmal! Eigentlich könnte ich den Schatz in Ruhe lassen. Und Kick. Ich habe das Gefühl, so nachts sehen die schlechter. Scheiße, ich auch. Und die kommen nicht so angerast.
Ach. So. Nehmen. Gewehrmunition. Was mein? Oh, Platsch. Zurück. Ich glaube, ich rüste mal meine andere Waffe aus. Eine der stärksten Waffen überhaupt, finde ich. Kommt doch keiner hoch, oder? Alter! Ich hab ne Knarre! What the fuck? Da musst du nicht gleich den Kopf verlieren, mein Freund. Wirklich keinen Grund, den Kopf zu verlieren. Aber es ist eine gute Idee für von mir, nochmal hier entlang zu laufen. Vor allem, weil hier, ja, jetzt haben wir nämlich mehr Munition als vorher. Schau mir in die Augen, Kleiner. Hier kommen die Typen wenigstens wirklich im Dunkeln, kommen die nicht so, reihenweise hinterher, habe ich das Gefühl. Wow. Ein Schuss und ich krieg 30 Schuss dafür nochmal. Okay. Mehr gibt's hier nicht. Doch, da hinten schwankt was. Oder irre ich mich? Ah, kann mich auch irren. Ja, ich weiß, ihr habt euch auf jetzt einen Kampf gefreut, glaube ich. Was? Wer will was von mir? Ach, komm. Ah, Mann. Ah. Wie dumm ich bin. Scheiße. Egal. Habe ich ein bisschen mehr Energie jetzt. Das war eigentlich nicht Teil meines Plans. Da kommt doch einer. Gegner müssen draußen bleiben. Steh bloß nicht auf. Ich habe immer noch meine Knarre und schieß dir volle Kanne in den Kopf. Jetzt bist du da, wo ich dich haben wollte. So. Ich habe mich jetzt extra nicht weiter rausgetraut. Aber dass man, wenn man an einer anderen Stelle, zu einem anderen Zeitpunkt wieder an einer Stelle hinkommt, dass da wieder Gegner sind, finde ich schon gut, weil hier hätten wir gar nicht mehr hingemusst, wenn ich diesen scheiß Gegenstand mitgenommen hätte, der geradeaus vor uns liegt. So, der ist auch ziemlich schwer zu entdecken. Ist nämlich da drin. Dann hier runter. Ja, wir werden versuchen, alle Schätze zu sammeln, die es gibt. Oh, antike Pfeife. Denn die Schätze finde ich schon recht wertvoll. Gegner gibt es hier jetzt keine mehr. Also Gegner haben auch irgendwie keine Angriffslust so nachts. Sind sie wahrscheinlich eher selbst müde. Tja, kann auch mal vorkommen. Müde Gegner. So. Dann machen wir uns mal auf den Weg zum nächsten Schatz.
Das ist übrigens einer meiner Lieblings-Resident Evils. Scheiße. Hunde. Wow, der kommt mir gefährlich nah. Ach, verpiss dich. Alter, Alter, Alter! Was zum? Ich glaube, zwei Kräuter zusammen reichen. Wow, zwei Kräuter heilen mich komplett. Oh, nein, 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 nein. Du Bastard. Oh, leck mich. Die haben mir wieder meine beste Muni weggenommen, ey. Gar nicht gut. Jetzt habe ich nämlich nur noch 6 Schrot. Die Schrot brauche ich. Aber klar, hier sind die Hunde. Ich hoffe, hier unten treffe ich jetzt keine Hunde. Okay, auch wenn Hunde da sind. Na! Ich schnapp mir den Gegenstand und hau ab. Okay, und jetzt bin ich weg. Bin schon weg. Hab alles, was ich brauche. Und ich bin einfach jetzt mal weg. Naja, vielleicht kommen wir noch an diesem Part dazu, den großen Gigantos, von dem in der Notiz die Rede war, zu bekämpfen. Ja, ist kein Spoiler. In dem Notiz stand ja, dass Gigante vorbei müssen. Oder habt ihr das schon vergessen? Ach ja, da hinten geht's irgendwo hoch. Kam ja mir so ein Typ mal entgegen. Der dachte einfach, ach komm, nehme ich eine Abkürzung. Der wird mich schon nicht bemerken, wenn ich mich von der Seite anschleiche. Am Arsch! Ich habe die Flammen gespürt, die er nach mir geschlagen hat. So. Dann denke ich mal, werde ich jetzt wieder die Waffe wechseln. Oh, davon haben wir so viel gesammelt. Es wird mir ein Fest. Moment mal, können wir die Waffe noch mal tunen? Ich versuche die Waffe noch mal zu tunen, Leute. Vielleicht klappt's ja. So, vielleicht schaffen wir den Gegner ja in 7 Minuten. Deswegen beeile ich mich jetzt noch zum Tunen. Wir wollen ja mit schicker Waffe gegen den antreten. Nein, ich glaube, Tunen können wir vergessen. Schade. Geht gar nichts mehr an Tuning. Die Pistole könnten wir tunen und das Gewehr, aber was bringt's? So, jetzt nochmal speichern. Da war halt noch was gesammelt haben und so. Na, wir hätten jetzt die Sachen noch verkaufen können, aber das machen wir beim nächsten Händler, wenn er wieder was Neues hat. Und ich hoffe dann eine größere Box. Für uns. Eine schönere Waffe mit mehr Wumms. Es gibt auch ein bestimmtes Schrottgewehr, wo ich jetzt denke, dass es sich lohnen würde zu tunen. Und deswegen, ich tune diese Waffen nicht, weil das ist Geldverschwendung, Waffen zu tunen, die man irgendwann ersetzt. Okay, dann mal los. Rápido, apúrense. Rápido, rápido. Por aquí. Ay, se fue.
Darf ich vorstellen? Ugor, der Bergtroll. Oh, Alter. Das hast du nicht gemacht. Nee, 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 nee. Okay, dann gehe ich mal ein bisschen in Deckung. Oh, hier ist ein... Woho! Freund Blase! Junge, du musst noch zielen lernen! Was denn jetzt? Ah, der Hund! Hey, ist das Dog? Ignoriert er mich? So. Und da ist er. Der Las Plagas. So, was müssen wir drücken? Wow. Scheiße. Ah, lasst mich. Wow. Alter. Ich nehme vorsichtshalber noch ein Kraut. Okay, ich versuch's mal mit dem hier. Hilf mir, Hundche! So, was muss ich drücken? Ich bin Meister im Drücken! Smashing! Arr. Scheiße. Oh. Das war's schon. Bäh! Puh. Also, den haben wir's gezeigt. Und was hat er Schönes für uns? 15.000 Pesos. Jawohl. Wunderbar. Ah ja, der hat die Gebäude auch kaputt gemacht. Wunder, dass da Munition hinter war. Wir haben also jetzt mehr Munition als vorher, oder? Auf jeden Fall. Naja, fast. Shotgun-Munition haben wir mehr als vorher. Oh, und hier können wir jetzt maximal aufladen wieder. Er kann auch die Nachladegeschwindigkeit erhöhen der Waffen. Ne, ich denke mal, das lasse ich noch so, weil vielleicht kann ich ja bald tunen. Und wenn ich tune, das kennt ihr ja schon von anderen Resident Evils, dann wird die Munition automatisch aufgefüllt, so viel ich weiß. Warte mal, kann ich das irgendwie kaputt machen? Jawohl. Bringt nichts, ist aber nett anzusehen. So. Okay. Dann wollen wir mal
Ihr wollt mich verarschen, oder? Der eine Weg ist jetzt gesperrt. Hä? Also, den einen Weg, den ich ja später gehen wollte mit euch, scheint irgendwie zu sein. Warum auch immer. Finde ich eigentlich schade. Ganz ehrlich. Aber vielleicht können wir da trotzdem noch hin. Dann haben wir nicht alle Schätze. Ist auch nicht weiter schlimm. So, die rüste ich mal aus, weil wir bekommen bald Gesellschaft, bitte. Mal sehen, hier gibt es vielleicht auch wieder was Neues. Wer füllt die Kisten neu auf? Ganz ehrlich, wer macht sowas? Das ist oft in Videospielen so, werden einfach mal die Kisten und so alles wieder nachgefüllt. Alter, verfehlt! Verpiss dich, du räudiger Köter! Scheiße! Ein Schuss ins Leere. Und das hat mir gleich wieder die Hälfte meiner Energie gekostet. Naja, ein bisschen Schmerzen muss man auch haben. So, jetzt können wir hier endlich das Türchen öffnen. So. Na, können wir hier rein? Ich würde mal sagen, dann beende ich den Part auch an dieser Stelle. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zveneta.